In Bregenz wurde am Samstag eine groß angelegte Suchaktion im Wocherhafen nach einem vermissten Mann gestartet. Der 32-jährige Ukrainer, der seit kurzem in Vorarlberg arbeitet, feierte gemeinsam mit Landsleuten in Neuamerika den Geburtstag eines Arbeitskollegen, als die alkoholisierte Gruppe beschloss, zur Abkühlung in den See schwimmen zu gehen. Die Wasserrettung wurde alarmiert, um eine vermisste Person im Wocherhafen zu suchen. Das war um 10 vor 9. Wir sind dann innerhalb von 10 Minuten vor Ort und haben den Ersteinsatz eingeleitet mit einem Tauchtrupp und haben dann danach mit insgesamt 40 Einsatzkräften von der Wasserrettung eine Seebleche, relativ große Seebleche abgesucht. Inzwischen ist auch die Feuerwehr, die Bergrettung und die Polizei natürlich vor Ort und sind auch am Land am Suchen. Wir sind jetzt mit insgesamt 15 Tauchern unter Wasser gewesen und haben ja, ziemlich schwierige Bedingungen für die Suchaktion, nachdem da 2 Meter hohes Seegras uns die Sicht erschwert. Die Sicht selber ist bei ungefähr einem halben Meter, zum Teil ist es eine Nullsicht, also die Taucher können sich nur tastend fortbewegen und ja, durch das ist die Suche natürlich sehr schwierig. Nach mehr als 2,5 Stunden musste die Suche aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse abgebrochen und auf den nächsten Tag verschoben werden. Ungewiss ist nach wie vor, ob sich der Mann tatsächlich im See befindet oder ob er sich eventuell, ohne den anderen Bescheid zu sagen, auf den Heimweg gemacht hat.